Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei dem Let's Play von Cedamores Campus Leben mit mir, dem Vitor, auf den Wegen der Pia-Route. Und wir gehen jetzt zurück oder aus diesem Wohnheim heraus, um in den Tag zu starten und treffen hier direkt auf unsere ersten Nachrichten. Ich fühle mich fit und ausgeschlafen. Jenny hatte recht, genug Schlaf war wirklich wichtig. Ich sah auf meinen Stundenplan, das Seminar zur persönlichen Entwicklung. Ich weiß noch nicht, ob ich hingehen soll. Du überlegst jetzt schon, ob du schwänzen sollst? Wie ich sehe, ist die eifrige Studentin von gestern schon wieder verschwunden. Wie machst du das? Was? Meine Gedanken zu lesen? Hast du mir etwa deine telepathischen Fähigkeiten verschwiegen? Wenn ich dir gleich alles über mich verraten hätte, wäre es doch langweilig. Und um deine Frage zu antworten, ich schwänze nicht, der Kurs ist schließlich freiwillig. Das stimmt. Aber es kann auch nicht schaden, hinzugehen, vor allem wenn man den Test gestern vielleicht verhauen hat. Gestern hast du mir noch gesagt, ich hätte sicher bestanden und würde mir ganz umsonst Sorgen machen. Stimmt, das habe ich gesagt. Man sollte eben immer positiv denken. Aus dem Mund eines Mädchens, das sich immer schwarz anzieht und von Horrorfilmen schwärmt, klingt das wirklich lustig. Du hast recht, ich werde beim nächsten Mal dran denken. Gut, weiter. Was ist jetzt mit dem Kurs zur persönlichen Entwicklung? Wenn du hingehst, gehe ich auch hin. Dann fühle ich mich nicht so allein. Selbst wenn ich nicht hingehe, bist du dort ganz bestimmt in Gesellschaft all der Studenten, die zu dem Kurs gehen, um noch ein paar zusätzliche Punkte abzugreifen. So Leute wie ich. Genau, du wärst dort jedenfalls sicher nicht allein. Aber du weißt doch, man sagt, ein einziges Wesen fehlt euch und alles ist entvölkert. Seit wann zitierst du Lamartine? Du machst mir Angst. Lass uns übergehen. Ich lächelte nur. Ich wusste nicht, dass der Satz von Lamartine stammte. Gehen wir? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber so bekommen wir wenigstens noch zwei Plätze nebeneinander. Wir gingen zum Gebäude für Kunstgeschichte hinüber. Unterwegs zog Jenny ein dickes Buch aus der Tasche, das schon auseinanderzufallen drohte, und begann umgehend zu lesen. Neue Aufgabe trifft Jenny im Haupthörsaal. Ich las den Titel von Jennys Buch, Der Hexenhammer. Während wir durch die Gänge gingen, las sie weiter daran. Wenn du weiter am Gehen liest, läufst du doch irgendwo gegen, Jenny. Keine Sorge, ich bin es gewöhnt. Es gibt so viele Bücher, die ich lesen möchte. Und das kann ich nur schaffen, wenn ich ständig lese. Selbst während ich andere Dinge tue. Haha, du bist wirklich lustig. Und worum geht es in deinem Zauberbuch? Willst du es wirklich wissen? Ja. Nein, vielleicht möchte ich das lieber doch nicht wissen. Wie ich dich kenne, ist es sicher etwas ziemlich Abgedrehtes. Ja klar möchte ich das wissen. Hexenhammer klingt gut. Es handelt sich ursprünglich um einen Brief von Papst Innozenz dem 8., aus dem später ein Buch über Hexerei wurde. Das erklärte, was die Hexerei im 9. Jahrhundert war und wie man sie vernichten wollte. 14. Jahrhundert, Entschuldigung, 14. Jahrhundert. 15. Jahrhundert. 15. Jahrhundert, nicht 9. oder 10. 14. Whatever ich gesagt habe, es ist das 15. Haha, wie findest du bloß mal solche Bücher? Ich habe sowas noch nie in irgendeiner Bibliothek oder im Buchladen gesehen. Ich habe eben meine Quellen. Das glaube ich. Ich klinge auf jeden Fall ziemlich unheimlich. Ich mag unheimliche Geschichten. Sofort vertiefte sie sich wieder in das Buch. Haupthörsaal. Hallo, wollt ihr auch so einen Kurs persönliche Entwicklung? Hallo Pia, wir dachten eigentlich, er wäre hier. Ja, das dachte ich eigentlich auch, aber offenbar wurde den kleinen Hörsaal verlegt. Ah, okay, sehr gut zu wissen. Also in den anderen Hörsaal. Ich fragte mich, ob es wirklich sinnvoll ist, dass ich heute zu dem Kurs gehe. Vielleicht sollte ich die Zeit lieber nutzen, um die Sachen wiederholen, die wir bisher gemacht haben. Gehst du zum Kurs persönliche Entwicklung, Pia? Ich glaube, du bist noch nicht ganz wach. Was machen wir denn gerade? Nein, ich meine, nachdem wie die letzte Stunde verlaufen ist, habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass du kommst. Ja, entschuldige, ich wollte eigentlich über das sprechen, was beim letzten Mal passiert ist, aber vielleicht ist das gerade nicht der passende Moment. Nein, ich nehme das obere. Wegen so etwas ergreife ich noch nicht gleich die Flucht. Entschuldige. Ich wollte auch nicht wieder davon anfangen, ich. Und dann war da auch noch Jenny. Ich sah zu Jenny, die weiterhin in ihrem Buch las und nichts gehört hatte. Oder zumindest so tat. Ich war ihr dafür dankbar. Ich habe wirklich ein Talent dafür, in Fettnäpfchen zu treten. Mach dir mich keine Sorge. Ich habe kein Problem damit, drüber zu reden. Sonst hätte ich wohl kaum vor dem gesamten Hörsaal das Wort ergriffen. Auch wenn ich dann etwas heftiger geworden bin, als ich eigentlich wollte. Aber du weißt, wenn du mit jemandem darüber reden möchtest... Ich weiß, danke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich heute zu dem Kurs gehe. Ich sollte die Zeit vielleicht lieber zum Lernen nutzen. Das ist deine Entscheidung. Jenny sah von ihrem Buch auf.
Siehst du? Du fängst schon wieder an, dich unter Druck zu setzen. Nein, aber der Test gestern hat mich wachgerüttelt. Ich möchte nicht nochmal so in so eine Lage geraten und mir ist bewusst geworden, wie faul ich seit Semesterbeginn gewesen bin. Es kommt schon mal vor, dass man einen Test vergisst wie du und dass man dann gestresst ist und im letzten Moment noch versucht, dafür zu lernen. Weiter. Wenn ich das richtig verstehe, hast du gestern einen Test verhauen und bist jetzt gestresst. Ja, genau. Sei nicht zu hart zu dir selbst und sieh es auch mal anders. Wäre es nicht besser, du kämst zu dem freiwilligen Kurs, durch den du dann ein paar Bonuspunkte bekommst? Ja, aber die Zahl der Bonuspunkte ist lächerlich im Vergleich zu den Punkten der Hauptkurse. Verstehe. Weiter. Aber es ändert nichts am Hauptproblem. Sei nicht zu hart zu dir selbst und hab mehr Selbstvertrauen. Ja. Was soll ich tun? Nein, dieses Mal sollte ich wirklich über die Zeit zum Lernen nutzen. Ich gehe zum Kurs. Ja, ihr habt recht. Ich werde dann auch noch genug Zeit haben, den Stoff der anderen Kurse aufzuholen. Ich sollte mit zum Kurs kommen und den Rest noch heute Abend oder am Wochenende lernen. Gut, dann komm. Sie hakte sich bei mir unter und zog mich in Richtung des Hörsaals. Hörsaal 2. Wir fanden noch freie Plätze in der Mitte des Hörsaals. Ich setze mich zwischen Pia und Jenny. Es sind viel weniger Studenten da als sonst. Sieht so aus, als wären vielen mittlerweile die freie Zeit wichtiger als ein paar zusätzliche Punkte am Semesterende. Ich kann sie gut verstehen. Weiter. Wer ist das? Gute Frage. Wir hatten uns nur flüsternd unterhalten, aber offenbar waren wir nicht die Einzigen, die sich wunderten. Wir sahen zu dem Mann hinunter, der vorne am Pool saß und sich im Hörsaal umschaute, bis schließlich alle leise waren. Er stand auf, er war wirklich sehr elegant. Guten Tag zusammen, Miss Belchie ist heute leider verhindert und deshalb vertrete ich Sie ausnahmsweise in diesem Kurs. Weiter. Offenbar wählt Miss Peltry das jeweilige Thema für die Stunde, indem sie... Sofort meldet sich Jenny. Ja, bitte. Weiter. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber wer sind Sie? Weiter. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe vergessen, mich vorzustellen und hochmütig angenommen, dass mich alle kennen. Ich wandle schon so viele Jahre durch die Flure dieser Universität, dass es ein Wunder ist, dass ich mich hier noch nicht zu Staub verwandelt habe. Alle mussten lachen. Ich bin der Direktor der Enteros Academy. Allen verging das Lachen und ich beobachte, wie einige Studenten plötzlich bemüht waren, gerade zu sitzen. Machen Sie nicht alle plötzlich so ein ernstes Gesicht. Ich bin Direktor und kein Leichenbestatter. Alle mussten erneut lachen und entspannten sich wieder ein bisschen. Er wirkt sympathisch. Weiter. Sie können mich einfach mit Herr Direktor ansprechen. Ich bin da nicht kompliziert. Er griff nach der kleinen Pappkiste auf dem Pult. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Miss Tilty hat mir erklärt, wie sie in diesem Kurs vorgeht. Und ich werde mich an ihre Regeln halten. Ich habe auch früher einmal unterrichtet. Ich glaube, das ist die Fahrradfahren. Man verlernt es sicher nicht. Auch ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen. Gut, ich werde jetzt drei Themen ziehen und dann stimmen wir per Handzeichen darüber ab. Weiter. Also, wir haben einen weißen Zettel. Nicht schlecht, das lässt Raum für Fantasie. Dann das Thema, warum wurde eine Fortsetzung von Jurassic Park gedreht? Eine berechtigte Frage. Oder mehr Pizza in der Mensa. Ein interessantes, sehr politisches Thema, muss ich sagen. Weiter. Es ist wirklich gut, dass du mitgekommen bist. Eins ist sicher. Viele von Ihnen scheinen Sinn für Humor zu haben. Das gefällt mir. Weiter. Gut. Es tut mir leid, wenn ich doch wieder auf die gute alte Methode zurückgreife. Aber hat vielleicht jemand von Ihnen noch ein anderes Thema anzubieten? Vielleicht eines, das ein wenig ernster ist? Vielleicht könnten wir noch einmal das Thema vom letzten Mal aufgreifen. Pia hatte von der Einschränkung der Meinungsfreiheit in ihrem Heimatland berichtet. Diktaturen? Wie Nordkorea zum Beispiel? Ich weiß es nicht so genau. Ich sage diesmal nichts. Mir fällt nichts ein. Ich finde das da oben ganz interessant. Vielleicht können wir dadurch ja irgendwelche Pluspunkte bei Pia sammeln. Ich finde das sehr interessant. Und ich denke, man könnte das Thema noch weiter vertiefen. Pia? Ja, meine Freundin hier. Pia machte ein kurzes Handzeichen, damit der Direktor wusste, von wem die Rede war. Verstehe. Aber ich denke, es wäre besser, das Thema zu wechseln. Dieser Kurs soll zur Diskussion anregen, aber nicht unbedingt dazu dienen, dieser bis zu Ende zu führen. Jeder sollte sich selbst seine Gedanken machen. Aber das Thema ist interessant. Danke für den Vorschlag. Ja, verstehe. Und? Macht es dir eigentlich Spaß, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken? Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Es ist nur... Was du erzählt hast, hat mich sehr berührt. Und ich finde, das ist ein interessantes Thema. Das war ein Scherz. Beruhig dich. Ich finde das Thema auch interessant. Danke, dass du es vorgeschlagen hast. Es tut mir leid, dass dich das, was ich erzählt habe, so getroffen hat.
Ich habe die ganze Zeit nichts davon gewusst. Du hast dich sicher sehr allein damit gefühlt. Okay, ich dachte, ich hätte mal wieder etwas Dummes gesagt. Mir tut es leid, Pia, dass ich im richtigen Moment nicht für dich da war. Hör auf, das ist doch nicht deine Schuld. Ich bin bewusst auf Distanz gegangen. Sie legte ihre Hand auf meine. Du bist wirklich lieb, aber hör auf, dir immer solche Sorgen um andere zu machen. Mir geht es gut und ich habe wirklich Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Ja, auf dir Gedanken zu machen. Sie lächelt mir zu und ließ meine Hand los, um sich wieder auf das zu konzentrieren, was der Direktor sagte. Na, hat sonst niemand einen Vorschlag? Weiter. Ich weiß nicht, ich würde gern über die neuroplatonische Teugier sprechen. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Dieses Mädchen überraschte mich immer wieder. Ist das ihr Ernst? Ihr voller Ernst? Also, das kommt nun wirklich überraschend. Aus den Reihen war Gelächter zu hören. Ich glaube, mit so einer Antwort hatte der Direktor nicht gerechnet. Ich empfehle Ihnen zu diesem Thema die Studien von I.R. Dodds. Er hat viele Geschichten und Werke untersucht und hält die Teugier für eine mystische Wissenschaft. Wenn Sie möchten, können wir uns nach der Stunde kurz darüber unterhalten. Was ist denn die Teugier? Teurgie? Also, ich habe keine Ahnung, was das ist. Bin ich gerade völlig überfragt. Mir stand vor Staunen der Mund offen. Definitiv. Kenny, Direktor. Danke. Jenny ist rot wie eine Tomate. Ich habe sie bisher noch nie so verlegen gesehen. Ken, ich kenne in meinem Bekanntenkreis niemanden, der sich wie ich für dieses Thema interessiert. Ich freue mich, dass ich wohl doch nicht der Einzige bin. Der Direktor hörte sich weitere Themenvorschläge an. Ich beugte mich zu Jenny hinüber. Ist die Hexerei im Moment dein Lieblingsthema? Ja, das passiert mir öfter. Ich fixiere mich so lange auf ein Thema, bis ich dazu alle Theorien gelesen habe. Verstehe, du machst wirklich keine halben Sachen. Der Direktor scheint ganz in Ordnung zu sein. Das finde ich auch. Warum ist er bloß kein Prof? Ich hätte am liebsten jeden Tag bei ihm Unterricht. Na, sei froh. Immerhin hat er angeboten, sich nach dem Kurs noch mit dir zu unterhalten. Wenn er sich mit dem Thema wirklich so gut auskennt, wie er vorgibt, wird das sicher spannend. Daran habe ich keine Zweifel. Also ist diese Teugier oder diese Teurgie vielleicht Hexerei? Irgendwie sowas in die Richtung? Hört sich so an, ne? Gut, alle Ihre Vorschläge sind wirklich interessant. Aber ich möchte auch ein Thema vorschlagen, das mir aktuell zu sein scheint. Weiter. Wozu dient dieser Kurs? Alle sahen sich an. Niemand antwortete. Das ist das Thema. Ihre Themen sind ausgefallen und witzig, aber Ihre Vorschläge zeigen auch, dass Sie den Sinn dieses Kurses vielleicht noch nicht ganz erfasst haben. Weiter. Außerdem befürchte ich, dass einige von Ihnen nur hier sind, um ein paar zusätzliche Punkte für den Abschluss zu ergattern. Ich sah zu Pia und lächelte unauffällig. Sie zwinkerte mir zu. Ja, bevor wir Professoren und Direktoren wurden, waren wir alle einmal Studenten kurz vor dem Abschluss, die versuchten, ihre Schäfchen ins Trockene zu bekommen. Weiter. Aber der eigentliche Sinn dieses Kurses ist natürlich ein ganz anderer. Denken Sie mal einen Moment an sich selbst und Ihre kleinen und großen Probleme. Weiter. Denken Sie an Ihre Familie, Ihr Studium, an soziale Netzwerke, Todesfälle, Attentate, Angst, Freude, Problem von Stadt und Gesellschaft. All die Dinge, die Sie beschäftigen. Und jetzt möchte ich gern weitere Themenvorschläge hören. Sofort schnellten zahlreiche Arme in die Höhe. Mehrere Studenten griffen das Thema der sozialen Netzwerke auf und sprachen darüber, welchen Einfluss diese auf das Studium haben könnten. Dann leitete davon jemand auf das Thema Mobbing in der Schule über. Die Diskussion war spannend. Einige Studenten teilten ihre persönlichen Erfahrungen mit uns. Der Direktor empfahl uns schließlich, nach Lösungsansätzen zu suchen, anstatt nur Probleme aufzuzählen. Die Zeit bis zum Ende des Kurses ging wie im Flug. Na, das war wirklich nicht schlecht. Ich fand's auch gut. Als wir den Hörsaal verließen, hörte ich Jennys Stimme. Sie sprach mit dem Direktor. Sie sprachen von I.R. Dodds, richtig? Weiter. Ja, genau. Und was halten Sie von... Ich verließ den Hörsaal und konnte sie bald nicht mehr hören. Verlass den Raum, okay. Es ist gut, dass du zum Kurs gekommen bist. Ich glaube, es hätte dich mehr gestresst, den ganzen Tag allein in der Bibliothek zu lernen. Und falls du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Hilfe beim Lernen? Hast du an etwas anderes gedacht? Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht hättest du mir auch dabei helfen können, mich nicht immer wie eine Idiotin für jede Kleinigkeit zu stressen. Ah, danke für das Angebot. Wenn ich Hilfe brauche, weiß ich also, an wen ich mich wenden kann. Vielleicht habe ich auch an was anderes gedacht. Also bei Pia. Krrr.
An was denn? Keine Ahnung, aber du hast viele Fähigkeiten. Ich glaube, du könntest mir bei so ziemlich allem helfen. Du überschätzt mich. Nein, du unterschätzt dich. Hallo. Oh, jetzt muss Melody hier wieder reincrashen, Alter. Weiter. Hallo. Hey, Melo, wie geht es dir? Ich habe dich gar nicht im Kurs zur persönlichen Entwicklung vom Direktor gesehen. Der Direktor gibt jetzt Kurse? Sieht so aus. Nein, ich war nicht dort. Zu viel Arbeit. Ach ja, das kann ich gut verstehen. Ich warf einen Blick in den Hörsaal. Die Tür stand offen und noch immer kamen Studenten heraus. Jenny schien in ein spannendes Gespräch mit dem Direktor vertieft zu sein. Jenny scheint von unserem Direktor geradezu verzaubert zu sein. Ich kannte ihn bisher nicht, aber er wirkt ziemlich nett. Er wirkt echt ganz cool. Weiter. Hat er ihn noch nie gesehen? Nein, vor dem Kurs bin ich ihm nie begegnet. Ich schon, aber nur sehr selten. Er scheint wirklich sympathisch zu sein. Ich mag Rothaarige. Er scheint wirklich sympathisch zu sein. Ja, das ist er. Aber er kann auch sehr streng sein. Kennst du ihn gut? Ja, als Professor Zaidis Hilfskraft habe ich manchmal mit ihm zu tun. Ah, verstehe. Wie geht es dir seit der Party? Sollen wir uns nicht lieber draußen weiter unterhalten? Ja, gern. Gehen wir. Es tut mir leid, Mädels. Aber ich muss los. Ich habe jetzt einen Kurs zur juristischen Methodik und anschließend europäisches Recht. Welche Freude. Wenn ich das so höre, bin ich mit meinem Master doch ganz zufrieden. Das glaube ich dir gern. Weiter. Bis später, Pia. Weiter. Bis später. Bis dann, Pia. Und falls wir uns bis morgen nicht mehr sehen sollten, treffen wir uns direkt beim Konzert. Ich hoffe, ihr werdet pünktlich sein. Ich kann auch vorher an deiner Tür klopfen und wir gehen zusammen zu der Bar. Oh, danke, Pia. Meine Zimmernummer ist 719. Okay, wir treffen uns im Treppenhaus. Alles klar. Okay, in Campus. Hier draußen haben wir unsere Ruhe und es ist gar nicht so kalt. Wir haben uns seit der Party nicht mehr gesehen. Geht es dir gut? Ja, mir geht es viel besser. Lässt du es mit der Arbeit jetzt ein bisschen langsamer angehen? Ja, ich habe auf deinen Rat gehört. Danke nochmal, Vito. Das ist gut, mach weiter so. Dann kommst du doch heute Abend sicher auch zum Konzert für Crowstorm, oder? Nein, ich habe schon etwas anderes vor. Ja, du bist die einzige Person, die ich kenne, die nicht zum Konzert geht. Ja, die Band ist sehr beliebt. Und du musst arbeiten? Nein, ich habe etwas anderes vor. Ein Date? Ich frage lieber nicht weiter nach. Willst du mir nicht irgendwie was sagen? Bin ich da jetzt direkt? Ich frage mal nach dem Date. Nein, das heißt, ich glaube nicht. Was? Du bist wirklich ein Date? Ich weiß nicht, aber es wäre schön, wenn es eins wäre. Mit wem? Warum kommt ihr nicht auch zum Konzert? Das ist doch ein guter Ort für ein erstes Date. Nein, diese Musik ist nicht so mein Fall. Ah, okay. Ich weiß zwar nicht, wo ihr euch trifft, aber sicher habt ihr heute Abend die ganze Stadt für euch allein. Schließlich werden alle beim Konzert sein. Ja, du hast recht. Der Soziologiekurs fängt gleich an. Ja, lass uns gehen. Ich folge der Melodie zum Gebäude für Kunstgeschichte. Also wieder rein. Der Rest des Soziologiekurses ist gut gelaufen. Ich schaffte es bis zum Ende konzentriert zuzuhören. Nach einer kurzen Sandwichpause ging es weiter mit dem Seminar zum Kulturerbe. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich ab sofort mehr anzustrengen und das war mir heute tatsächlich gelungen. Als die Sonne allmählich zu sinken begann, war auch der letzte Kurs des Tages zu Ende. Als ich den Hörsaal verließ, war ich stolz auf das, was ich geschafft hatte. Gut, ich habe den ganzen Abend für mich, ich werde versuchen, mich vor dem Konzert morgen auszuruhen. Ich sollte lieber ausgeschlafen sein, denn morgen Abend wird es sicher spät. Okay, zurück in mein Zimmer. Mein Handy vibrierte. Ich hatte eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Du wirst sie wohl nicht drücken. Ich antwortete, wer bist du? Nur wenige Sekunden, nachdem ich die Nachricht abgeschickt habe, kam auch schon eine Antwort. Wer ist da? Wirklich tolle Antwort. Erst ignorierst du deine Freunde jahrelang und dann löscht du auch noch ihre Nummer. Sofort antwortete ich, Kim? Ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Natürlich ist er Kim. Jetzt glaube ich es aber. Ich schrieb zurück, entschuldige, ich weiß nicht, warum ich deine Nummer nicht mehr hatte. Wie geht es dir? Kim antwortete augenblicklich. Wir haben jetzt keine Zeit für Plaudereien. Ich warte hier auf dich, du hast 10 Minuten. Es stimmt, ich war seit Anfang des Semesters erst einmal im Fitnessstudio gewesen. Aber eigentlich war ich gerade drauf und dran gewesen, schlafen zu gehen. Ach, ich weiß nicht, ob ich jetzt motiviert bin. Mein Handy vibrierte erneut. Es war nochmal Kim. Ich gehe mal davon aus, dass dein Handy spinnt, sonst hätte ich nämlich ein Geht klar, bis gleich Coach als Antwort erhalten. Stimmt's oder habe ich recht? Ich lachte vor mich hin.
Eigentlich ein bisschen Sport könnte auch nicht schaden. Dann spring ich zurück, bin gleich da, Coach. Ich werde mein Sportzeug aus meinem Zimmer holen und mich dann auf den Weg machen. Zimmer zu Kret. Ich habe alles, was ich brauche. Kauf die Elemente. Mein Sportzeug. Bestätigen. Zack. Dann mal los. Das verstehst du also unter 10 Minuten. Weiter. Zu deinem nächsten Geburtstag schenke ich dir eine Stoppuhr. Ich habe so schnell gemacht, wie ich konnte, Coach. Wie ich sehe, hast du dir die Regeln gemerkt. Danke, jedenfalls für die Nachricht. Ich gebe zu, hättest du mir nicht geschrieben, wäre ich vielleicht nicht gekommen. Ich wollte schon länger wieder einmal herkommen, aber bei den ganzen Kursen, da bleibt nur wenig Zeit. Nimm mal dieselben Ausreden. Weiter. Aber jetzt bist du ja da. Ja, Coach, ich bin bereit. Ich hatte selten eine so motivierte Schülerin. Übrigens, wenn du einverstanden bist, melden wir dich gleich für dieses Trimester an. Ich soll mich gleich für das ganze Trimester anmelden. Ja, dann bekommst du eine Karte für 3 Monate und kannst damit sofort herkommen, wie du möchtest. Wenn es dir gefällt, kannst du die Karte anschließend für 3 Monate verlängern. Du wirst mich aber nicht davon abhalten, dir hin und wieder eine Nachricht zu schicken, damit du deinen Hintern bewegst. Na, danke, Kim. Kein Problem, das mache ich nicht bei jedem, nur bei guten Kumpels. Weiter. Also, für die Anmeldung brauche ich hier eine Unterschrift. Und dann müsst ihr noch diesen Zettel mit seinen persönlichen Angaben ausfüllen. Ich griff nach dem Anmeldeformular, füllte alles aus und unterschrieb auch gleich. Fertig. Ich mag entschlossene Leute. Jetzt brauche ich nur noch deinen Ausweis. Ja, hier, warte. Mein Ausweis. Ja, genau. Oder, das hatte ich ja völlig vergessen. Ich muss mich sofort darum kümmern. Was ist denn los? Ich griff sofort nach meiner Tasche. Tut mir leid, Kim, aber ich muss weg. Ich hatte ganz vergessen, dass ich meinen Ausweis verloren habe. Ich muss unbedingt zum Fundbüro der Uni. Klar, was ist das denn schon wieder für deine dämliche Ausrede? Nein, ich schwöre dir. Guck doch mal auf die Uhr. Ich glaube kaum, dass das Fundbüro jetzt noch auf hat. Du solltest dich lieber morgen darum kümmern. Ich ließ meine Tasche wieder auf den Boden fallen. Das mit dem Ausweis regeln wir einfach beim nächsten Mal. Ich kenne dich ja, das ist kein Problem. Es sei denn, ein Alien hätte mich entführt und meine Gestalt angenommen. Dann wüsstest du jetzt nicht wirklich, ob das wirklich ich bin und ich hatte keinen Ausweis dabei, um es zu beweisen. Ich sollte lieber nicht so viel Zeit mit Jenny verbringen. Und wieso hätte der Alien deine Gestalt angenommen, nicht auch gleich noch deinen Ausweis mitgenommen? Das stimmt. Das kommt von den Krimis, die mir Neff dauernd leiht. Neff, ihr leiht ja Bücher? Gut, machen wir weiter. Dann brauche ich nur noch den Scheck. Den Scheck? Du kannst mit Karte zahlen, wenn du möchtest. Ich mach dir einen Freundschaftspreis, aber der bleibt unter uns. Das macht $25, bitte. Ich hole meine Kreditkarte raus. $25 zahlen. Ich glaube, dabei geht mein gesamtes Geld drauf, das ich bisher im Café verdient habe. Gut, dann kann es ja jetzt losgehen. Komm. Sie schob mich zu den Laufbändern. Wir fangen mit einem kleinen Lauftraining an, um zu sehen, wie es um deine Kursdauer steht. Ohne große Begeisterung stieg ich auf das Laufband. Kim drehte die Musik im Raum etwas lauter und der Rhythmus half mir, beim Laufen durchzuhalten. Du machst das wirklich gut. Weiter geht's. Mein Herz klopfte wie wild. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich sollte lieber an etwas anderes denken. Und? Ist Sandy leitet deine Krimis? Ist Sandy gar nicht hier? Leitet ihr seine Krimis? Ja, ich sehe ihn ständig lesen. Selbst in den Pausen eines Boxtrainings. Er ist wirklich süchtig nach diesen Büchern. Er hat sich also doch nicht komplett verändert. Zumindest hat er sich eine Angewohnheit aus der Schule bewahrt. Irgendwann wurde ich den Neuling und hat mir ein paar dieser Bücher ausgeliehen. Weiter. Warum? Soll ich ihn fragen, ob er dir auch welche leiht? Nein, nicht nötig. Wenn, dann frage ich ihn schon selbst. Keine Sorge. Okay. Weiter. Gut, nicht schlecht. Als nächstes kommt die Liegestütze. Komm. Jetzt sofort? Können wir nicht erstmal eine Pause machen? Oh, das geht mir ein bisschen zu schnell. Gut, eine kleine Pause. Ich warte so lange. Ich atmete tief durch und trank etwas. Dann kniete ich mich neben sie auf die Matte. Liegestütze? Bist du sicher? Du willst mich wirklich umbringen. Ich habe schon ewig keine mehr gemacht. Nein, ich werde dir helfen. Warte erstmal ab. Kim stellte sich hinter mich, beugte sich nach vorn und fasste mich an der Taille. Los geht's! Während ich mehr schlecht als recht versuchte, ein paar Liegestütze hinzubekommen, half sie mir bei der Bewegung. Das machte es wirklich leider. Wenn ich allein nicht mehr hochkam, half sie nach. Aber es tat trotzdem in den Armen weh. Siehst du Neff oft? Gehst du morgen Abend zum Konzert? Zu welchem Konzert? Crowstorm.
Was soll das sein? Castiels Band? Kenne ich nicht. Endlich habe ich jemanden gefunden, der die Band überhaupt nicht kennt. Dass es das noch gibt? Ich fahre morgen Abend zu einem Hindernislauf, der über das ganze Wochenende geht. Ich kann also leider nicht. Oh, ja, schade. Du solltest nicht so viel reden. Weiter. Halte lieber auf deine Atmung. Die ist eine Katastrophe. Ich war schon vollkommen außer Atem. Der Sauerstoff reichte nur noch für mein Hirn. Ich ließ mich auf die Seite rollen. So was gibt es bei mir nicht. Los! Ich will einfach nur sterben. Nicht so schnell. Jetzt machen wir zum Abschluss noch ein paar Dehnübungen. Komm schon, dann hast du morgen auch weniger Muskelkater. Kim half mir aufzustehen und wir beendeten das Training mit Dehnübungen. Dieser Teil des Trainings gefiel am besten. So, geschafft. Super, danke. Das war wirklich cool. 10 Minuten laufen, 3 Liegestütze und Dehnübungen. So ein unproduktives Training habe ich selten erlebt. Ich finde, das war schon nicht schlecht. Du kannst noch viel mehr schaffen. Du wirst sehen, schon beim nächsten Mal geht es besser. Ja, wir werden sehen. Wir haben nicht mal Jumping Jacks, Squats und Burpees gemacht. Du redest Chinesisch, Kim. Das bringt dir alles doch bei. Keine Sorge. Weiter. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und komm bald wieder. Das mache ich. Meine Wangen glühten und ich war mir selbst nicht sicher, ob ich das ernst gemeint hatte oder nicht. Jetzt will ich einfach nur noch ins Bett. Okay, und bevor wir ins Bett gehen, machen wir hier einen kleinen Cut. Wer weiß, was da nämlich gleich noch kommt. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Part wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bye, bye und tschüss.